Stand by. Jo, hallo mal wieder. An dem stürmischen Abend. Es ist immer noch Sommer. 28 Grad da drin. Fühlt sich gar nicht so an. Naja. Heute gibt's die erste Bonusmission. Weil das die letzten vier Missionen sind, die wir noch haben. Bin ja gespannt, wie schnell wir die hinkriegen. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wann die dazugekommen sind. Ich muss eh gerade was runterladen, mal wieder. Schauen wir mal. Anno 20. Bonus-Missions. Ja toll, da steht immer gar nichts dabei. Toll. Oh. Keine Geschichte dazu, wann das rauskam. Aber die kam anscheinend in zwei Paketen. Im Development Package und im Crisis Response Package. Und Leute beschweren sich, dass sie keine Karrierepunkte dafür bekommen. Was soll ich dazu sagen, außer, ja. So, Ubisoft Launch ist mal wieder fertig mit dem Updaten. Ich sag's euch, das Ding ist so... Einfach jede Woche lädst du da die 140 Megabyte runter, weil, ja... Weiß nicht mal, was sie dran machen. Wahrscheinlich Continuous Delivery. Waren jetzt noch nie geil. Wenn sie es wöchentlich machen, naja. Aber was baut man an diesem Launcher überhaupt noch rum? Also. Ich wüsste gar nicht, was ich da rumpatchen würde. Muss ja eigentlich fertig sein. Stand by. Dödel, dödel, dödel. Dödel, dödel, dödel. Oh, guck mal, die Neoskull-Screens. Willkommen am Ende der Welt, Freunde. Ich bin Scorpio, Anführer der Neoskulls. Wir sind mehr als bereit dazu, eure kleine heile Welt in Flammen aufgehen zu lassen. Was ist das für ein Scheiß? Vergesst eure Absprachen mit meinem Bruder Hector und seinen Barracudas. Die Neoskulls machen die See zu eurem Grab. Hier! Unser neuestes Spielzeug direkt aus euren Waffenkammern. Ihr habt doch nichts dagegen, dass wir uns ein paar eurer Sprengköpfe geliehen haben. Wir haben das hier jahrelang geplant. Es gibt zahllose Abschussrampen. Könnt ihr versuchen, uns zu stoppen, wenn ihr lebensmüde genug seid? Wir sind bestens auf euch vorbereitet. Keine Sorge, eure Raketen bekommt ihr natürlich zurück. Ihr müsst diese Tage nur mal zum Himmel schauen. Wenn ich mir die Nachrichten anschaue, muss ich gestehen, ich liebe es. Es ist immer der erste Eindruck, der zählt. Ein bisschen übertrieben. Aber finde ich geil. Das wiederholt sich jetzt endlos, oder? Ja. Aha.
Also irgendwie bockt mich das schon. So, wie lange halten die Missionen? 2 Wochen? Schauen wir mal, also. Äftel? Machen wir die. Ja gut, andersrum, die da dauern ja relativ lange, gell? Ach, weißt was? Kleine Planänderung. Machen wir die Neoskulls-Krise. Kurz meinen Streamtitel ändern. Zack. Dir wird's Bock. Das ist ein kleiner Außenposten der Piraten. Die georteten Langstreckenraketen sind nur leicht bewacht und nicht einsatzbereit. Also Mission 3 ist dann quasi. Sie werden in 2 Stunden genugt. Bauen Sie Zeug und sprengen Sie die Scheißinsel. Ach du Kacke. Na, schauen wir. Na, schauen wir doch mal. Trusties. Archer hat Zielkoordinaten erreicht. Ah, jetzt sind wir gelb. Jetzt schickt der Weltrat schon Amateure wie dich. Auf dieses Himmelfahrtskommando hatte wohl sonst niemand Bock, was? Egal, unseren Vorposten wirst du wohl nicht ausschalten. Wir machen jetzt die Raketen scharf und dann gnade dir Gott. Ihre Hilfe bei dieser Angelegenheit wäre für SAAT ein echter Gewinn. Was ist denn bei dir kaputt? Ich kenne die nicht mal. Der Weltrat setzt sein volles Vertrauen in ihr Können. Die Direktive lautet: schnellstmögliche Neutralisierung der Piratenzuflucht in diesem Sektor. Ein Scheitern dieses Auftrags wäre für die Firma inakzeptabel. Ah, really? Zuerst bloß. Kaufen wir doch gleich mal. Ich stehe jederzeit mit weiteren Informationen zu. Die unkontrollierte Freisetzung radioaktiven Materials hätte schreckliche Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem des Sektors. Von den zivilen Opfern ganz zu schweigen. Ah, warum waren Zivilisten da? Interessant, okay. So, wir bauen wir hier? Bauen wir da links oder bauen wir da kurz? Links. Lass mich verlügen, ich baue schon wieder falsch, oder? Ich würde es eigentlich so bauen. Jedes Mal die gleiche Scheiße. Hier sind die Instruktionen. Interesse? Melde Anlieferung der bestellten Waren. Zerschlagen Sie die Blockade vor Janas Arche. Okay, machen wir. Der Einsatz von Langstreckenraketen Sie nicht drängen. So, willkommen bei SAAT. Sollte ich doch. Ach, da muss ich doch entfahren, okay. Ja, wir hätten ja 2 Schiffchen, gell. Das machen wir noch nicht. So, warte mal. Trottel. Ja. 16 kann man hochfahren. Passt.
Das war andersrum doch richtig. Nein! Wie kann ich das nur jedes Mal falsch bauen? Es ist doch ein Wahnsinn. Ist doch quer. Vorsichtig! Solange wir keinen vernichtenden Schlag gegen die Neoskulls führen können, sollten wir uns zurückhalten. Du wagst dich in das Hoheitsgebiet der Neoskulls? Ich weiß. Ah ja, passt schon. Doch am Anfang richtig gebaut. Naja. Registriere Energieknappheit. Registriere mir wurscht. So. Ich weiß, die Situation ist überaus ernst. Aber die Wirtschaftslage in dieser Krise lässt es nicht zu, dass Global Trust seine begehrten Schlachtschiffe einfach so verschenkt. Danke. Sie sind für SAAT eine immense Hilfe. Ich nehme dir Stück für Stück auseinander. Nur immer fester drauf auf die Schwachen. Wenn du bereit bist, kannst du sofort losgehen. Okay. Würden Sie eventuell diese Angelegenheit für SAAT erledigen? Oh ja, was ist das? Nie ist das Fernsehen da, wenn man es braucht. Trottel. So, wir haben alles aufgebaut, was wir brauchen. Wir haben schon mal ein paar Leute. So. Dann zum Thema, was haben wir hier für Aufträge? Gut, die sind alle wurscht. Zerschlagen Sie Blockade vor Janas Ache. Ja Gott, das können wir erstmal vergessen. 10 Bauparzellen und 20 Tonnen Fisch kriegen wir eine Viper. Das machen wir. Wenn ich mal Bauparzellen habe. Wie macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht? Andersrum kann ich die ja da kaufen. Machen wir auch. Ach scheiße, die haben eine Blockade. Shit. Da muss ich erstmal aufpassen. Dann kriegen wir eine Viper. Und der will einfach nur 6 Tonnen Fisch. Möglichkeiten erweitert. Naja. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Kann man nicht sagen, sagt mir jetzt nicht, dass ich auf der Insel nichts anbauen kann, dann werde ich sauer. Was sind die gerade? Machen wir es kurz. Ja, hervorragendes Ergebnis. Unter diesen. Fuck, das war ein Fisch. Die Sachen sind eben aus dem Hauptquartier eingetroffen. Mit Leuten wie dir. Suchst du was Bestimmtes? Fahr heute da lang, du Arschloch!
Meine Fresse! Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Wollt der T-Form bitte? Wir müssen einem Mitbewerber seine Grenzen aufzeigen. Aha. Herzog Truffel, Arbeitere! Ach, da können wir doch schon kaufen. Unterstützung bedürfen, sind Sie hier richtig. Haben Sie alles? Kauf mal. Her damit. Ich spiele gerade eine recht kampflustige Mission. Das sind so diese Herausforderungsmissionen, die es da gab. Da kriege ich jetzt nicht viel für, aber ein bisschen was. Und das ist es mir schon wert. Ich hoffe nur, ich kriege relativ schnell einen Reparaturkran. Ökobilanz ist mir diesmal eher ein bisschen wurscht. Schaut denn hier aus? Ach, da ist das nicht. Yeah. Du hättest besser auf euer Spielzeug aufpassen sollen. Aber keine Sorge, nicht mehr lange und ich werde die ganzen Raketen zu euch zurückschicken. Okay. Der Wissenschaftsrat hat großes Interesse daran, die Feinde von SAAT in ihre Schranken zu verweisen. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Die Unterwasserinsel ist ja hier grob. Sag nichts. Mit Leuten wie dir rennst du so, weil die Arbeit. Ehrlich. So, drei neue Fahrzeuge. Hey. Es gibt nichts, was sie nicht schaffen, nicht wahr? Die Zeit zu handeln naht. Ihre Flotte ist schlagkräftig genug, um den Neoskals Terror zu beenden. Ich hab noch nie mal eine scheiß Reparatureinheit. Ist auch Hammer. Aber ich könnte schon ausbauen. Darf ich fragen, ob sie... Ja. Wow. Ich meine, das ist einfach... Ein Wahnsinn ist es so. Wo gebe ich dir recht? So, jetzt ist meine Flotte stark genug. Theoretisch, ich sollte ja eigentlich zwei Hovercrafts jetzt haben. Ach da. Kann ich das öfters einmal machen? Auf jeden Fall haben wir jetzt viele Schiffe. Das ist schon mal nicht schlecht. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Na, was gibt's? Nichts anfassen. Hier ist alles steril. Gibt's EMPs? Schon zurück? Und alles erledigt? Ist ein echter Gewinn für die Eden. Okay, das kann man so oft machen, wenn man lustig ist.
tolle Sache. Dann holen wir uns hier eine Reichweiten-Upgrade. Ich glaube, unser Hauptziel ist ja nur die atomare Bedrohung. Achso, ne, ist doch das jetzt zerstören, okay. Ja, die Schiffchen sollten platt kriegen. Sind sie angemeldet? Nun denn, der Wissenschaftsrat. Nichts anfassen. 30% mehr Reichweite. Sag nichts. Du hast's geschafft, oder? Nicht übel. Ich gebe Ihnen Gelegenheit, Ihre Loyalität unter Beweis zu stellen. Blöder Hund. Registriere demografische Veränderungen. Ha, Herr Protodok, jawohl. Oje. Oh, dann bitte mal die gesamte Flotte hier runter. Was braucht jetzt der von mir? 20 Tonnen und 15. Ich habe mich für Sie verbürgt, um Ihnen diese Chance zu eröffnen. So ein netter Mensch. Uno Architekti. Meine Frau hat endlich auch einen Job gefunden. Jetzt wird alles leichter. Kann ich dem Vorstand von unserem Erfolg... Ich gebe Ihnen Gelegenheit, Ihre Loyalität unter Beweis zu stellen. Die Firma erwartet der... Jetzt wäre ja noch ein Schiff kapern, ey. Machen wir das doch. Also ein endloser Viper-Nachschub für Bauzellen und Fisch ist schon extrem gut. Trotz allem müssen wir hier jetzt mal langsam ein paar Häuschen hinstellen. Das hasse, wenn sich Schiffe mal weigern. Soll das Ding kapern, nicht versenken. Exzellent, wo Sie schon hier sind. Ich hätte einen weiteren Auftrag. Ist der langweilig oder was? Die wollen zu mir. Haben Sie den Auftrag zufriedenstellend erledigt? Sie laufen ja zu höchst. Hey. Die Firma erwartet Ergebnisse.
Was führt sie zu mir? Gut, brauchen tue ich das nicht. Dafür kann ich mir eine Drohne holen, die sich selbst regeneriert. Ja. Die Firma erwartet Ergebnisse. Wenn sie Unterstützung bedürfen, setz sie hier richtig. Mach hier mal mehr Barbums mit. Sie sind also fündig geworden. Green hat Bedenken, aber ich bin dafür, sofort zuzuschlagen. Naja. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Haben Sie den Auftrag zufriedenstellend erledigt? Ihr Wert für die Firma ist soeben gestiegen. Sehr schön. Wenn Sie Unterstützung bedürfen, setz sie hier ein mustergültiger Handel. Sie wollen zu mir? Gut, regelmäßig Schiffe kaufen können, also kaufen können. Ist schon mal eine nette Sache. So, die Munition ist theoretisch für Geschütztürme, brauchen wir auch nicht. Alle heile. Dann bringen wir uns mal in Stellung. Also auf dieser Map werden wir quasi die weiteren Missionen auch spielen. Das war bei den anderen Dingern immer die gleiche Map. Das heißt, wir werden hier das nächste Mal ein bisschen auftechen müssen. Hier gäbe es dann quasi so die Ressourcen dazu. Ich sehe zwar keinen Wein. Ah, doch, hier. Oh, das ist eine scheiß Weininsel. Nee. Ah. Das ist zur Abwechslung mal eine Ein-Sterne-Mission, wo ich wirklich sagen muss, ist ein Stern. Bei diesem Auftrag bin ich auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Das sagst du mir jetzt. Vergessen Sie Scorpius-Turm. Es wird zu keiner Katastrophe kommen, wenn Sie die Raketenbasis der Bioskans zerstören. Hält ganz schön was aus, das Ding. Und die Kampfdrohnen tun wieder nichts und fliegen nur um. Nee.
Auftrag erfolgreich. Ich würde nicht an alte Spiele sterben, ja. Mach nicht den Fehler, mich mit meinem zu verwechseln. Meine Techniker werden die Sprengköpfe in Kürze geschaltet haben und dann werden wir ja sehen, wer am längeren Hebel sitzt. Ich? Schiffe. Verdammt! Macht endlich diese Raketenabschuss bereit! Mehr hört sich sagen, aber es kann ein Problem geben mit diesen Raketen. So, 20 Tonnen Munition brauchen wir. Ist das nicht hübsch? Die Firma ist äußerst zufrieden mit Ihnen. Bedrohung durch Neoskulls in diesem Sektor neutralisiert. Archiviere Glückwünsche aus angrenzenden Sektoren. Der Weltrat übermittelt Ihnen seinen ausdrücklichen Dank. Mission erfolgreich abgeschlossen. Sie kommen also mit Ergebnis. Genau das Resultat, was ich vorausberechnet habe. Das ist mal Ending. Das hier war nur ein unbedeutender Außenposten. Keine große Sache. Wir haben zahllose, schwer befestigte Stützpunkte, auf denen in diesem Moment atomare Sprengköpfe scharf gemacht werden. Da sind wir ja gespannt. Mission Nummer 1. Aktive Abrüstung. Mission Nummer 2. Was gibt's hier eigentlich? Ach, da gibt's mehr Karrierepunkte, wenn man in der Gegend rumgrindet. Vernichten Sie den Stützpunkt der Neoskulls. Dieser Stützpunkt ist befestigt und verfügt über eine gut ausgerüstete Flotte. Die geordneten Langstreckenraketen sind bisher noch nicht einsatzbereit.
Schauen wir mal. Arche hat Zielkoordinaten erreicht. Okay, wir kriegen schon mal keine Viper. Schon wieder du. Langsam wird es lästig. Ich hoffe, der Erfolg an unserem Außenposten ist dir nicht zu Kopf gestiegen. Dieser voll befestigte Stützpunkt hier ist nämlich ein ganz anderes Kaliber, Freundchen. Mach besser schon mal dein Testament. Stützpunkt selber ist langweilig. Die Flotte rundherum ist eher spannend. Massiver Widerstand. Ja, wer hört sowas nicht gerne? Oh, wir sind tatsächlich auf einer anderen Insel. Der Rat setzt sein volles Vertrauen in ihr Können. Die Direktive lautet: schnellstmögliche Neutralisierung der Piratenzuflucht in diesem Sektor. Bin ich bei dir, Milady, bin ich bei dir. Erledigen Sie diesen Auftrag möglichst zügig. Mist. Ach komm schon, ist doch wieder scheiße. Ein Scheitern dieses Auftrags wäre für die Firma inakzeptabel. So, jetzt brauchen wir erst einmal so Zeug. Ich stehe zu ihr. Ich stehe jederzeit mit weiteren Informationen zur Verfügung. Brauchen wir mal Schloss. Und dann schauen wir. Bauen wir dann das andere Zeug hin. Da haben wir noch Platz, das kriegen wir alles. Gut, dann stellen wir die hier. Stellen wir durch, ja. Zwischen zwei Freunden. Melde Anlieferung der bestellten Waren. Das ist doch was Feines. Dann hier. Ende. Registriere Energieknappheit. So was Blitz. Okay, da waren wir Ende. Registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Registriere mir wurscht. Drei. Passt. Eine neue Insel, ein neues Glück. Mir gefällt aber nicht, wie still unsere KI-Kollegen gerade sind. Die sind nämlich sehr still. Ah, okay, hier gibt's mehr Geschützfeuer. Yeah, du hättest besser auf euer Spielzeug aufpassen sollen. Aber keine Sorge, nicht mehr lange und ich werde die ganzen Raketen zu euch zurückschicken. Okay, zwei Raketensilos. Ja, sind doch ein paar mehr Geschütze als vorher, aber ja, können wir hin. Bei diesem Auftrag bin ich auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Nicht mehr lange. Den kaufen wir uns gleich einmal.
Wenn der Depp jetzt da mit ein paar Schifferl zu mir rüberfährt, will ich nicht mit heruntergelassenen Hosen da sitzen. Der Einsatz von Langstreckenraketen in diesem Sektor würde unsere Forschungsarbeiten behindern. Setzen Sie diese Neoskals außer Gefecht. Würde mir nicht gefallen. Würde es mir gar nicht. Naja. Mit Ding halte ich mir erstmal noch ein bisschen flach. Mit Upgrades kaufen. Baumöglichkeiten erweitert. Negative Umwelteinflüsse belasten Fruchtbarkeit. Ihre Dienste in dieser Sache sind für die Firma unverzichtbar. 15 Tonnen Fische, Digga. Kannst du haben. Ich weiß, ich habe ein bisschen viel Alkohol hingestellt, aber... war gerade oder noch. So, mal zwei. Ja, Wallingen. Sehr schön. Gut, der wollte jetzt gerade 15 Tonnen Fisch haben. So, da. So, wir haben. Munitionsflotte. 7 Kriegsschiffe kriegen wir alles hin. So. Da gibt es das erste Casino. Sind die schon mal happy? Nein, da bauen wir nicht. Da bauen wir. Kann ich Direktorin Baines berichten? Die Firma ist... Fuchski, weißt du? Mega Fuchski steht und nimm auf. Gut. Haben die eigentlich ja noch nicht alles. Zwischenzeit bauen wir noch. Na Herzog, wie geht's dir so? Alles entspannt. Alles klar bei dir? Ja, die haben auch nur 4 Schiffe. So schlimm wäre das gar nicht, wenn wir jetzt hier wieder das Reichweiten-Upgrade kriegen, das letzte Mal. Das ist natürlich hervorragend, dann könnten wir ja schön mit dem Ding hier schon mal ein paar neue Bevölkerungsgruppe erfasst. Stützpunkte zusammenballern.
Gut, neue Bevölkerungsgruppe haben wir auch schon. Ich meine, es wird kaum Sinn machen, auf einer anderen Insel zu produzieren, aber man guckt mal. Gut, so. Was haben wir denn schon? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Ah. Mass Konstruktor Tischnel Baumaterial. Gut, in der Zwischenzeit gibt es Häuser. Unsere Verkaufsschlager, die Eden Evergreens sozusagen. Eden Initiative handelt immer fair. Schauen die Bösen immer. Mann, du. Global Trust hat eine dringliche Aufgabe für Sie. Ja, das freut, wir kriegen Global Trust Vipers. Meine Kinder werden es einmal besser haben. Bestimmt. Einen brauchen wir noch. Rufus hat uns gern. So. Augenschrauber. Dann brauchen wir einen Sand. Korkstein. Immer haben wir schon mal plus Geld. Fisch gebraten. Endlich wieder was Anständiges auf dem Tisch. Haben Sie den Auftrag zufriedenstellend erledigt? Fische. Das habe ich von Ihnen erwartet. Fische. Wimmelbildaufträge. Ich habe Wimmelbildauftrag gemacht. Ich habe sofort Zeit für Sie. Wenn diese Sprengköpfe zum Einsatz kommen, wird die Verwüstung Beispiel. Ups, wollte ich jetzt gar nicht wegdrücken. Ich habe eigentlich so anders gedrückt. Ja. Also ich könnte jetzt auf dieser Insel hier Hamburger produzieren. Was brauche ich für Hamburger? Jo, das ist eine Piratenmission. Ich glaube fast, ich nehme mir dafür eine andere Insel. Mach ich nicht so viel Stress mit dem. Warte mal, ich brauche ja eh noch Öl, gell? Öl brauche ich auch noch. Hast du Öl? Nö. Der hätte Öl. Gar nicht mal so geil. Dann bauen wir erstmal die Bevölkerung ein bisschen aus.
Spiel gespeichert. Ich produziere zwar Akkuschrauber, ich muss trotzdem ein paar kaufen, habe ich das Gefühl. Jetzt dauert das hier ewig. Okay, der Feind hat eine zweite Flotte, also eine dritte Flotte aufgestellt. Wird spannend. Ja, das ist die Neo-Skulls-Krise. Eigentlich wollte ich Bonusmission spielen, aber... Das Intro hat mir so gut gefallen, da hatte ich jetzt Bock drauf. Ich habe sie bereits erwartet. Hey! Ja, war klar. Ja, sowas. Alle SAAT-Technologien sind selbstverständlich State of the Art. Jo. Eigentlich wollte ich bei ihm Werkzeug kaufen. Verkauft aber nicht. Sowas Blödes. Gut, 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 gut. Prio hat jetzt erstmal Werkzeug. Wie kann ich eigentlich immer diese genauso bauen, dass es nicht reicht? Jedes Mal aufs Neue. Die Eden Initiative hat einen Spezialauftrag für dich. Spinnst 20 Tonnen? Das baue ich ja billiger, das Ding. Embrei. Strom bauen wir auch wieder. Ja, 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 der gute Strom. Kommt das vorbei oder nicht? Schon. Alles klar bei dir? 7. Nicht wild, aber akzeptabel. Energieversorgung mangelhaft. Dafür brauchen wir wieder genau 2. Ich gebe Ihnen Gelegenheit, Ihre Loyalität unter Beweis zu stellen. Das wiederum ist ein sehr gutes Ding. Mobiles Zielfindungssystem erhöht, glaube ich, die Reichweite. Das brauche ich ja. Das machen wir doch. Bei dir meinte ja. Global Trust hat ein Weisen, Sie das. Also. Ja, da ich da bleiben. Gut, haben wir einen Haufen. Beginne zu bereuen, dass ich keine Dingschlucker baue, aber ne. Müllschlucker, ja. Sie laufen ja zu Höchstform auf. Aber ich kann die im Zweifel abreißen und dann einfach reinbauen. Angriffsreichweite plus 30. Hervorragend. Kriegt natürlich unser fettes Schlachtschiff. Weil das nämlich sehr gut dann diese Türme hier outrangen kann und dann schön mal reinballern.
Könnten wir schon mal die Belagerung starten. Nur habe ich da schwere Sorgen, dass der nicht heimkommt. Green macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Bisschen regt mich das schon auf, dass die nichts kaufen von mir. Was will denn der haben? 20 Munition. Gut, Hovercraft sind ja eh Müll. Baut man eigentlich auch nur, wenn er an der Flugzeug hört. Also wenn ich die Ölpresse. Ölpresse sag ich Depp. Müllpresse brauche, dann glaube ich, reise ich einfach zu ab. Stammgucker, 5 ins Folge, Respekt. In Folge ist immer ein bisschen schwierig bei mir. Weil ich immer ein bisschen unregelmäßig online bin. Umso mehr freut's mich. Fein, fein. Bauen wir hier mal aus. Dann. Kohlstück können wir schon mal abbauen. Ein bisschen viel auf dem einen Lager aus. Wieso baue ich jetzt einen zweiten Sander? Gott, bin ich Banane. So. Das soll auch erstmal reichen. Zwischenzeit kümmern wir uns um unser Geld. Dann müssen wir ausbauen für eine Werft und für eine Munitionsfabrik. Ein Loch haben wir noch, gell? Ein zweites haben wir noch. Also ich könnte mir noch einen zweiten bauen für Beton. Warum eigentlich nicht? Und du bist dann der Munitionsbauer. Schon mal für später hergerichtet, wenn wir 750 Tycoons haben. Für die werden wir halt... Ja, dann werde ich mir diese Insel hier nehmen. Und das wird Schweinefarm bauen. Öl ist ein anderes Thema. $2000 ist jetzt nicht die Welt. Da wäre die hier eigentlich sogar besser. Die hat ein bisschen mehr. Und ist so gesehen eigentlich vollkommen Wumpe. Bei der letzten Mission hatte ich auf dieser Insel hier noch Dingsbums Gemüse als vierte Wachstumsfähigkeit. Naja. Aber dafür sind die Piraten diesmal. Deswegen frage ich ja Sie. Freundlicher. Ich habe schon an schlechteren Orten gelebt. Hier nicht. Wir Ingenieure. Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist.
Sie hier und ich habe gar keinen Schnaps im Haus. Machen wir es kurz. Ja oder nein? Danke. Sie sind für Essen. Nicht mal besaufen kann man sich hier ständig. Hier ist alles steril. Eine Reparaturdrohne. Das ist doch was Feines. Ich weiß halt nicht, ob der mit der kompletten Flotte anrollt, wenn ich da oben Stress mache. So. Also wir haben jetzt 14.000. Wo ich auch immer das Geld schon wieder hingeschmissen habe. Also wir brauchen ein Kontor dann mal für die Hamburger. Wahrscheinlich brauchen wir das Öl gar nicht. Für 750 Tycoons. Die werden sich einfach so ausbauen. Gut. Wochenende und ich hab frei. Wenn ich am Wochenende nicht frei hätte, dann wäre ich auch ein bisschen pissig, ganz ehrlich. Harte Arbeit macht mir nichts, weil mir es sonst rundum gut geht. Pokémon gibt's. Dieses Jahr hau ich die Ersparnis auf den Putz und kauf uns auch so eine tolle Karre. Alle wollen sie Auto fahren. Das hier ist genau deine Kragenweite. Bauen Sie zwei Feuerwehren. Ich kann aber keine Feuerwehren bauen, so fix. Neue Gebäude zum Bau bereit. Spiel gespeichert. Energieversorgung mangelhaft.
registriere Verschlechterung der Ökobilanz. Warnung. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Wenn du bereit bist, kannst sofort losgehen. Okay. Und suchen wir wieder ein paar Architekten. Bürgerbruder. Sag nichts. Du hast's geschafft, oder? Hey, auf dich kann man zählen. Die Sachen sind eben aus dem Hauptquartier eingetroffen. Nichts von Wert. Ist das dringend? Nichts von Wert. Sie wollen zu mir? Mein Zimmer schaut, das ist besser als gar nichts. An Sie erinnere ich, muss mich dann wieder organisatorischen Dingen finden. Gut. Dann läuft es erstmal. Dann werden wir ein Handelsschiff brauchen. Was bist bei dir kaputt? Du brauchst etwas, das ich gerade nicht mehr habe. Kohle. Gut. Bomben Beton. Da noch ein bisschen. Feuerwehr. Mit Leuten wie dir kann man echt was anfangen. Ja. Jo, jo, jo. Gut, Nahrung, bla. Schiffchen.
Gut. So, dann haben wir unser erstes Schiffchen. Wir brauchen noch eine Munitionsfabrik. Dafür brauchen wir noch ein paar mehr. Raketensilos müssen wir sprengen. Und die anderen können wir uns Vipers, also Hovercrafts holen. So. Bin jetzt kein Fan von Hovercrafts. Ich sag's euch, wie es ist. Halten nichts aus und machen meiner Meinung nach fast zu wenig Schaden für das, was sie kosten. Meine Mann braucht keine Fenster. Die sind zwar extrem flink, aber es ist die generische Flotte auch. Da habe ich lieber die fetten Kolosse. Wenn wir einen mächtigen Barabum raushauen. Ich merke gerade, dass ich gar nicht so viel Geld habe, wie ich haben sollte. Ich glaube, das war nicht so schlau, da so viele Hamburger zu bauen. Ja, mittelschlau. Nichts anfassen. Hier ist alles steril. Ja, ja. Könntest du ein Schiff kapern? Die Neoskalzer handeln nicht. Euer Geld ist uns gleich. Wir wollen eure Welt in Flammen sehen. Blä. Immer diese Militanten, Militantus. Gut. So gesehen ist alles schön. 93%, naja. Not great, not terrible. Kann man es eigentlich freigeben zum Entwickeln? Ah, boy. Da bin ich jetzt vorsichtig. Folgender Punkt, wenn ich das jetzt freigebe, dann fressen die wieder so viel. Und dann reichen wahrscheinlich die Hamburger wieder nicht. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, wie viel die verbrauchen. So, jetzt bei haben sie Hamburgers. Ich habe wirklich den Eindruck, als lägen ihnen die Leute am Herzen. Können wir gleich mal Steuern ein bisschen hochdrehen. Das bei euch eh wurscht ist. Ich habe mich für sie verbürgt, um ihnen diese Chance zu eröffnen. Ah! Drei feindliche Schiffe. Nummer uno. So. Hamburger sind recht stabil, würde ich sagen. Können wir ausbauen. Sind eh so viele Bewohner, wie sie so sein sollen. Wir versuchen das Beste aus unserer Situation zu machen. So, den haben wir auch versenkt. Können wir ja mal die Reparaturtonne draufschen, ja. Wenn du eh der bist, der ständig was frisst, dann gibst halt deinem Nachbarn die 10% Angriff. Gut. Was hat denn für Stats? 42 gegen U-Boote, 14 gegen Schiffe. Was? Der macht 22 Schaden gegen Schiffe. Die Viper sind schlechter gegen Schiffe als wie das Standardschiff. Okay. Gut zu wissen. Darum baut die keiner. Mhm. Meine Frau hat endlich auch einen Job gefunden. Jetzt wird alles leichter. Na dann. Na dann. Heißt, alles, was du in dieser Mission nicht brauchst, ist, dass du mit deinen Freunden nicht handeln darfst. Naja. Dann auch noch für eine Stunde. Ihr Wert
für die Firma ist soeben gestiegen. Ich muss jetzt nicht mal einen Reparaturdock bauen. Was sehr angenehm ist. Neue Gebäude zum Bau bereit. Tada. Oh, dann bauen wir Munitionsfabrik. Der Vorstand wird sehr erfreut sein. So, haben wir hier das Thema mit diesem Türmchen. Das sowieso zu viel Strom verrissen wird. Energieversorgung mangelhaft. Was hämmer's gust. So, jetzt kann ich Hafengeschütze bauen. Sehr was Tolles. Und ich kann mir diese Schiffe hier leisten. Demnächst. Ich baue mir trotzdem Reparaturkram als Kipp auf den Sack. Kostet ein bisschen was, aber. Sei es drum. Energieversorgung mangelhaft. Leute, schaut immer, was ich Fleisch hab. Hä? Sonst habe ich immer viel zu wenig Fleisch und jetzt geben wir hier die Gewürze aus. Was ist da kaputt? Das war doch sonst immer 3-1. Und scheinend ist das nach Missionen unterschiedlich. Oder ich habe irgendwas übersehen, das kann auch sein. Interessant. Oh ja. Was zu viel ist, wird verkauft, weil produziert haben wir sehr schon. Dann verkaufst du immer noch kein Schiff. Etwas schade. Macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Tür sich gar auch nicht. Was führt sie zu mir? Hm? Sekunde, dann habe ich Zeit. Willkommen bei SAAT. Okay, der verkauft mir jetzt gar nichts mehr. Sind Sie angemeldet? Ihre Hilfe bei dieser Angelegenheit wäre für SAAT. Hey! Ein Auftrag von der Organisation. Ich habe sie bereits erwartet. Diese Anweisungen kommen direkt vom Vorstand. Klemmen wir uns so. Moment mal. Was gibt es? Dieser Sektor ist ganz Gebiet. Okay. Das Pokémon wurde soeben von niemandem gefangen. So was Doofes aber. Geld passt einigermaßen. Nicht besonders berauschend, aber es läuft. Markieren Sie ausgewähltes Schiff. Shit, da brauchen wir alle drei. Eigentlich. Bringen Sie die Lieferung zu uns scannen. Kapern Sie ein Schiff. Na gut. Spiel gespeichert. Weil ein Schiff kostet halt 2500, das ist verdammt teuer. Für das, was ich hier an Geld mache. Im Moment. Warnung. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Oh.
Naja. Kann ich dem Vorstand einstimmen? Wenigstens fahren sie geradeaus und nicht mitten durchs Neoskalsgebiet. Der Auftrag ist ebenfalls ein Auftrag von der Organisation. Ich zähl auf dich. So. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Dieser Anschlag ist von existenzieller Eilung. Wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Gute Arbeit, ehrlich. Okay. Kennt euch doch, Idioten. Ich kenne euch, Idioten, doch. So eine dritte Siedlung aufmachen, viel mehr Geld. Nicht die schlauste Idee, aber eine Idee. Wundert's, dass die KI so ruhig ist. Auf einfach hat sie mich angegriffen und hier ist sie, jo, gechillt. Das ist irgendwie seltsam. Naja. Das Resultat, was ich vorausberechnet habe. Was will ich mit dem Kackfisch? Oh ja. Das wiederum dachte ich mir, dass passieren wird. Kann ich dem Vorstand von unserem Erfolg berichten? Die Firma ist... Sicher, sicher. Warnung. Feuer entdeckt. Oh, hab ich wieder Chorfeuerwehr. Himmel. Himmel. Feuergefahr eliminiert. Da wäre es wahrscheinlich mal wieder billiger, wenn man die Gebäude einfach abbrennen lassen würde. Oh ne. Am Wochenende treffe ich meine Freundin, wenn ich nicht wieder arbeiten muss.
Robert, du Fall ist auch. So. Sieben Schiffe brauchen wir uns gesagt. Die Firma erwartet Ergebnisse. Ich will keine 1000 Credits wasten. Green macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Tun wir die 500 schon weh. Und der hat jetzt gar nichts mehr. Scheiße. Hätte ich nicht durchwechseln dürfen. Naja. Wie sieht's hier aus? Beides im Plus, okay. Wie sieht's in der Hamburger City aus? Alles im Plus. Haben Sie hier nicht das Sagen? Ich glaube, Sie sind ganz okay. Will ich jetzt hier Öl abbauen? Ich meine, so teuer ist es ja gar nicht. Scheiß drauf, wir bauen Öl ab. So, ich brauche. Oh, verlinnt tatsächlich Fisch. Beton brauchen wir noch. Fahrzeug fertiggestellt. Irgendwie finde ich es ja faszinierend, dass mir schon wieder ständig, obwohl ich 7 Produktionsstätten habe, gell, die normalen Baumaterialien ausgehen. Das ist interessant. neunhundertachtundsechzig, neunhundertneunundsiebzig, neunhundertvierzehn, neunhundertneunundsiebzig, vierzehn, sechzig grob. Also ich mach 30 Credits plus damit. Abzüglich 10, 10, 20. Also ich mach 10 Credits plus damit, dass ich die Scheiße einschalte. Harry, Sie hier und ich hab gar keinen Schnaps im Haus. So ein Müll aber auch. Naja. Gut. Dann brauchen wir. Selbstverständlich ein Warenhaus. Das wird schon super, dass ich die zweite Insel nicht, also zweite Ader nicht anzapfe, aber so wurscht. Das sind der Meere. Gut. Dann brauchen wir die Tupperwarenfabrik. Dafür brauchen wir den hier. Der frisst meines Erachtens noch 3. Und der hat einen. Ökobilanz. Werte fallen. Was kostet uns das jetzt? 115. Okay. Dann sollten die hier alle versorgt sein. Alles ist fröhlich. Wir sind wirklich dankbar für alles, was sie so tun. Dann fehlt uns tatsächlich etwas anderes.
Nämlich Spiritosen. Gut. Dann läuft soweit mal alles. Meine Kinder werden es einmal besser haben als ich. Bestimmt. Ich glaube, sobald ich unter 200 falle, werden die tatsächlich ekelhaft, was Ökobilanz angeht. Aber theoretisch baue ich ja jetzt nichts mehr. Also vielleicht ein paar Fischer. Was mir gerade wieder eingefallen ist. Okidok. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Ich zähle auf. Also an der Upgrade-Front sieht es eher ein bisschen bescheiden aus. Entschuldigung, ich hätte da eine Bitte an Sie. Woher soll ich 10 Tonnen Rohöl haben, du? Na gut. Machen wir es halt. Ruin macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Ich meine, ich habe 1000. Was soll ich denn damit? Das hier macht keinen Sinn. 8%. Gib Bescheid, wenn du was gefunden hast. Kann natürlich jedem Schiff jetzt dann extra nochmal mehr HP geben. Die Verantwortung dafür übernehmen Sie allein. Oh. Da war ja was. Aber ja. Ja, ich hab doch gerade ein paar Fische dazu geborgt und das immer noch nicht. Lager leert sich, eiskalt. Brauchen wir mal ein bisschen Öl vor, ne? Lager leert sich, also brauche ich nochmal eine Anlegestelle irgendwo. Die sind ja drauf. Fische sind immer ein bisschen interessant. Weil die fressen immer auf einmal so viel. Aber kann wohl nicht sagen, warum beschweren die sich eigentlich mal, dass sie nichts mehr haben? Okay, wie schaut es denn hier aus? Super. Na, ganz gut. So. Spiel gespeichert. Kann ich jetzt aufhören, mir Sorgen? Da fehlt mir ein Stein von. Das killt auch meine Ökobilanz. Ich will nicht unter 200. Ja, unter 200 fallen. Wenn ich jetzt nochmal mehr mache. Naja. Oh.
Dann bauen wir mal unser erstes Schiffchen. Nein, wie gesagt, Hovercrafts werden von daher billiger, weil sie keine Credits kosten. Green macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Aber sie sind der Müll. Oder? Sind sie stark? Ich zähle auf dich. Also bau keinen Mist. Also brauchen wir 20 Bauzellen. Wie kann ich helfen? Brauchen wir und 20 Tonnen Munition. Wie schaut es mit der Munition überhaupt aus? Registriere neues Fahrzeug. Was steht du von? Gut, wir sind wieder einigermaßen im Schnitt. Ich hasse es. Oh, kaufen wir mal so ein Hovercraft und schauen wir, was das eigentlich kann. Wie Sie wünschen. Mit der Taktik könntest du sogar meinen Bruder Hector beeindrucken. Den ich schon ein paar Mal gesprengt habe. Bin ich sicher. Also ein 1000er pro Tick, dann wird das. Achtung, Produktion zurück und alles erledigt. Nicht übel. Ich habe viel zu viele Fabriken. Naja. Hey! Faires Geschäft. Hält ein bisschen mehr aus. 40-25, okay. Warte mal, 25. Der macht 20. Er hält ein bisschen mehr aus. Sieh mal an, wer da kommt. Minus 25% Energie. Was brauchen die denn? Es ist schon wieder so ein Upgrade, das eigentlich gar nichts bringt. Ja. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Wir können das noch ein paar Mal machen. Uns ein paar Hovercrafts zu holen. Wir bauen uns Kommandoschiffe. Ich tendiere gerade zu Hovercrafts. Weil sie tatsächlich mehr aushalten als ein Kommandoschiff. Und die Finanzlage etwas angespannt ist. Haben wir Eisen rumliegen? Nee. Dieses Jahr hau ich die Ersparnis auf den Putz und kauf uns auch so eine tolle Karre. Grinst du so, weil... Ist ein echter Gewinn für die... Du musst den Abschuss der atomaren Sprengköpfe um die...
Ja. Abschuss der Atomraketen verhindern, das ist jetzt... An Sie erinnere ich mich. Nichts, an das man mich erinnern muss. Der Vorstand hat ein Auge auf Sie. Sie benötigen etwas? Angebot und Nachfrage, nicht wahr? Registriere neues Fahrzeug. Schade. Ich hatte Großes mit Ihnen vor. Oh, was habe ich denn verpennt? Meine Rede! Die Firma sorgt für alle, die ihr... Wir sind im Geschäft. Der Vorstand ist sehr... Man muss auf alle Eventualitäten vorbereitet sein, nicht? Was habe ich denn verpennt? Egal. Warum sagt der schade? Na. Das hier sind jetzt 7 Kampfschiffe, dann können wir mal loslegen. Einen Augenblick. Jetzt bloß nicht nachlassen. Diesen Neo-Skulls muss schnellstmöglich Einhalt geboten werden. Vorsichtig! Solange wir keinen vernichtenden Schlag gegen die Neo-Skulls führen können, sollten wir uns zurückhalten. Aha. Ich weiß jetzt nicht, ob der vernichten wird, aber... Zumindest können wir uns mal rantasten. LOL. Outrange ist was Schönes. Das ist einfach was Schönes. So, wir haben auch genug Werkzeug, dass wir das Werkzeug verkaufen könnten für Geld. Jetzt habe ich keine Lizenz mehr. Krass. War das echt so teuer? So, haben wir. Gut, dann haben wir jetzt genug Kohle. Die fahren direkt vor meiner Nase vorbei. Was ist los mit euch? Krass. Sind Sie angemeldet? Nein. So. Erste Waffenplattform zerstört. Das ist ein bisschen die Frage, was die Schiffchen machen. Kommt ruhig mit. Ich nehme wir Stück für Stück auseinander.
Das war ein unfairer Kampf. Nie ist das Fernsehen da, wenn man es braucht. Fahrzeug fertiggestellt. Wir haben schon ganz schön DPS raus, die Freunde. Wenn du immer so drauf bist, dann vielleicht noch bei den Schwierigkeiten mit dir. Schwächling bleibt Schwächling, egal wie viel Waffen einer besitzt. Sagt der, der gerade zur Licht wird, so Hammer. Mal heilen sich die Hovercraft selber, kann das sein? Nee, tun sie nicht. Sah nur so doof aus. Warnung. Produktion gestartet. Vergessen Sie Scorpio Strom. Es wird zu keiner Katastrophe kommen, wenn Sie die Raketenbasis der Nioskas. Lol. Gut. Begleitschiffe. Mit zwei bleiben wir, ja. Sehr schön. Ich wüsste immer noch gern, ob es was bringt, wenn der Koloss richtig steht, dass er mehr Schaden macht. Im 1800er macht das. In dem Anno weiß ich es nicht, tatsächlich. Was kommt denn da? Spiel gespeichert. Brennen tut er schon mal? Und jetzt sind wir schon fast durch.
bei Ihnen hat man wirklich den Eindruck, als lägen Ihnen die Leute am Herzen. Was kann Global Trust für Sie tun? Sieh an, die kann man kaufen. Was gibt es? Wird jetzt nicht billig, aber dann kaufen wir uns einen zweiten Koloss. Der atomaren Sprengköpfe um jeden Preis verhindern. Ich habe aber keine Lizenz mehr. Blöd. Naja. So. Da ist er kaputt. Der Bur. Hey, wir könnten unter Wasser bauen. Moonsense! Hey ho! Good old friend, how's it going? Wenn Sie Unterstützung bedürfen, sind Sie hier richtig. Die Firma hat immer ein gewisses Warenkontingent vor Ort. Oh, wenn ich jetzt Lizenzen hätte. Sie werden finden, was Sie brauchen. Heftig. The One-Man Army has arrived. Yeah, yeah. Einverstanden. Ohne mich, klar? You have any plans for the CNC birthday streams this month? I heard Upper Rising is also involved. Ah, Fressfleisch! Was gibt es? Hey! Nichts anfassen! Wurde er noch nie mit Frissfleisch beleidigt? Ja. Nein, ist klar, dass ich nicht so viel bauen kann, aber. Einfach mal so aus Interesse. Mal ernsthaft, ihr baut denn bitte schon 200 Schiffe in einer Queue? I'm fixing my sleep schedule. Ah, okay. Wish you good. How should I say? Good luck with it. Thanks, my friend. I'm building 333 warships. At least I'm having a queue. Build more silos. Actually, I'm blowing up nuclear silos, so. I'm more the anti-silo
man here. The AI has nuclear capabilities, and I'm... Yeah, how should I say? I give him the United Nations response. Unter Beschuss. No. Was forsten du immer so nah da hin? Genau. Erst schießen, dann fragen. Selbe ist mit dir. Fahrzeug unter Beschuss. Ah, das läuft doch hervorragend. Oh. Das ist eigentlich der Moment, wo es dann heißt, Schiff versenkt. Und ich so, what? Die Dinge auch aushalten. Man sieht ihm halt nicht an, wie hoch die Range ist, gell? Ich trau mich wetten, dass ich mit dem hier nicht drauf schießen kann, ohne dass er zurückschießt. Nope.
Der Wissenschaftsrat ist Ihnen zu Dank verpflichtet. Das ist Ihre Chance. Enttäuschen Sie mich nicht. Wir sind mitten im Krieg und er gibt dem Patrouillen Auftrag. Was bist du für einer? Naja. Registriere Energieknappheit. Ökobilanz. Werte fallen. Ja, genau, jetzt geht's noch auf den Senkel. Haben Sie den Auftrag? Oh, Sie wissen, was man von Ihnen erwartet. Dann repariert's einmal. Feindflotte traut sich nicht mal, dass er aufkreuzt. Zu viel Feuerkraft. Die Firma erwartet, dass Sie sich um diese Angelegenheit kümmern. Naja. Produktionsstillstand. Kann ich dem Vorstand von unserem Erfolg berichten? Der Vorstand wird sehr erfreut. Ich habe mich für Sie verbürgt, um Ihnen diese Firma erwartet Ergebnisse. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen in Sie gerechtfertigt ist. Die Firma erwartet Ergebnisse. Spiel gespeichert. Bleib cool. Jetzt nur nicht den Kopf verlieren. Vorstand hat aber eine weitere Aufgabe für Sie. Finden Sie einen Schutzmann.
Haben Sie den Auftrag zu schaffen, Sie dieses Problem aus der Welt. Dr. Trust hat eine dringliche Aufgabe. Beweisen Sie, dass mein Vertrauen... Was gibt denn dem jetzt so eine Kettenquest, ey? Warum sind die Feindfahrzeuge gelb, wenn ich auch gelb bin? Beweisen Sie, dass mein Vertrauen... Hui, der war knapp. Aber ich muss Sie gleich noch einmal bemühen. 45 Tonnen Kohle. Achte mir. Sehr schön. Da ausgerechnet das Spawn sein. Sehr gut. Wunderbärchen. Nette kleine Mission. Firma ist soeben gestiegen. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Die Firma sorgt für alle, die ihr nahe stehen. Nein! Wo sind meine Schiffe? Verdammt! Macht endlich diese Raketenabschuss bereit! Ja. So ist es. Nicht den Fehler, mich mit meinem Bruder, diesem Feind, zu verwechseln. Meine Techniker werden die Sprengköpfe in Kürze scharf geschaltet haben. Und dann werden wir ja sehen, wer am längeren Hebel sitzt. Logisch. Sie sind also fündig geworden. Oh, machen wir kalt, oder?
will nichts sagen, aber du hättest vielleicht deine Geschütze reparieren sollen. Geist in diesem Sektor neutralisiert. Archiviere Glückwünsche aus angrenzenden Sektoren. Der Weltrat übermittelt Ihnen seinen ausdrücklichen Dank. Mission erfolgreich abgeschlossen. Ach, ist das nicht schön. Zugegeben, die Vernichtung dieses Stützpunktes ist ärgerlich. Sehr ärgerlich! Aber mehr als eine Verzögerung des Unabwendbaren hast du damit nicht erreicht. In diesem Augenblick ziehen wir alle verbleibenden Raketen an unserem Hauptquartier zusammen und holen zum Entscheidungsschlag aus. Ja, erzähl's mir ruhig. Was könnte ich sonst tun, außer dich da besuchen, ha? Trottel. Ach ja. So. 2 Stunden, heute mal ein kürzerer Stream. Man will ja nicht immer bis irgendwann mal in die Puppen. Die nächste Mission wird ja höchstwahrscheinlich, denke ich jetzt mal, doch so 3-4 Stunden brauchen. Die will ich jetzt mal nicht unterschätzen. Außer... Ja gut, okay. Sie wird auf jeden Fall länger dauern als jetzt die. Die hat jetzt ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Die letzte Mission wird wahrscheinlich so laufen, dass wir entweder einen Timer haben mit diesen Raketen. Gehe ich stark davon aus sogar. Dass wir uns wahrscheinlich etwas schwieriger vorarbeiten können. Wenn das ein ähnlicher Aufbau ist wie in der Mission, dann dürfte das nicht schwierig werden. Aber werden wir sehen. Wir wollen uns ja selber nicht spoilern, ne? Stand by. So. Diesmal mache ich mal Games nicht zu, sondern tapp nur raus. Damit das Stream vielleicht nicht wieder komplett eskaliert. Das hat der immer nicht so gern. Gut. Haben wir wen zum Raiden? Okay, was können wir raiden? Ja, dann machen wir das doch. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Gefallen hat, Follow drücken, ihr kennt das Spielchen. Ruhiges, gutes Nächtle und hab ideere. Servus, fertig. Stand by.